Science needs challenges, fresh ideas, and the right environment to discuss them. With partners and researchers who promote these ideas and interact in networks with all the various academic disciplines to reach a shared goal. Kiel als solches ist einfach eine schöne Stadt mit der Nähe zur Förde, mit den Schiffen etc. Also eine sehr reizvolle Gegend, um hier nicht nur zu leben, aber eben auch zu forschen. In Kiel, people live by the sea. Here we know just how important the oceans are. Um den Ozean der Zukunft gestalten zu können, muss man natürlich erst einmal wissen, wie er sich verändern wird. Der Ozean der Zukunft ist ein Pilotprojekt, was im Prinzip verschiedene Fakultäten an Institutionen zusammenbringt und damit einen großen Stab an Experten. Das sind ja nicht nur Biologen oder Mediziner, sondern auch Juristen, Ökonomen, die sich mit dem Thema Meer beschäftigen. Den Ozean der Zukunft zu gestalten, heißt letzten Endes die Zukunft des Menschen zu sichern. For thousands of years, the environment we live in has shaped the way we think, act and live together, not only at the sea. Wenn man heutzutage Landschaften sieht, dann verbirgt sich da halt ganz viel. Die Landschaft ist halt auch eine Art Archiv. Wir können an alten Knochenfunden über DNA-Untersuchungen Fragen angehen zu Verwandtschaftsbeziehungen. Dadurch, dass es überhaupt möglich ist, aus so alten Knochen DNA zu gewinnen und diese auch dann zu analysieren, das ist für mich allein schon Spitzenforschung. Wo wir die C14-Messung eingesetzt haben, ist zum Beispiel zur Bestimmung der Bestattungsgeschichte der ersten Kaiserin von Deutschland, Editha. The human genes harbor countless secrets. They hold the key to future forms of treatment. Wir beschäftigen uns mit den Entzündungen an Grenzflächen und wie Wirt und Mikrobiota miteinander interagieren und wie diese Interaktion gestört ist bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. New materials that are researched and developed here can help. Das Projekt ist ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben, in dem Chemiker, Physiker, Materialwissenschaftler zusammenarbeiten. Inhalt ist es, technische Funktionen auf die Dimension von Molekülen zu reduzieren. Da gibt es zum Beispiel durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderte Projekte, Schwerpunktprogramme, wo man sich für Formgedächtnismaterialien etwa interessiert. Every day there are new challenges to modern life and increasingly complex problems we need to solve. All these tasks require that science, the economy and society work together. Das interdisziplinäre Arbeiten wird in Zukunft immer bedeutsamer, weil die Komplexität in der Forschung permanent zunimmt. Die Frage beispielsweise, wer zahlt für klimabedingte Schäden, ist eine Frage an die Juristen. Nur durch viele kleine Bausteine kann ich ein umfassendes Bild kreieren. Und dort sind natürlich viele Indizien aus verschiedenen Fachbereichen sehr, sehr wichtig. Die Proben kommen aus der Biologie und aus der Medizin. Und unsere Techniken sind analytische Techniken, chemische Techniken. Somit haben wir eine sehr starke Interaktion sowohl zur Chemie, zur Biologie als auch zur Medizin. Und zur Auswertung unserer Ergebnisse brauchen wir auch insbesondere die Bioinformatik. Zurzeit beschäftige ich mich mit Entzündungen an Grenzflächen als auch mit der Altersforschung an marinen Muscheln. Wir wissen, dass uralte Organismen bereits ein effizientes Immunsystem haben, so effizient, dass wir Komponenten daraus benutzen können, um auch Krankheiten des Menschen möglicherweise lindern oder heilen zu können. Wir arbeiten zurzeit an einem Projekt der ESA, Solar Orbiter. Das soll uns ganz nahe an die Sonne heranführen. Die Interdisziplinarität ist heutzutage eigentlich die absolute Voraussetzung für jede Form von Spitzenforschung. Whatever wish drives us to realize our ideas, Kiel offers the right environment for cutting-edge research. Here, teaching, learning and research are not only practiced, they are lived out in all areas, with partners, researchers and scholars who promote these ideas. Wir hoffen, dass wir damit das Leben für die Menschen auf diesem Planeten angenehmer gestalten können.